Das können wir auf jeden Fall nicht auf uns sitzen lassen, dass der tot ist. Spiel laden. Annehmen. Das hier war's. Spiel laden. Da müssen wir jetzt ein bisschen anders vorgehen. Und zwar, anstatt direkt auf das Gebäude zuzugehen, erst links am Gebäude vorbei, weil da war ja auch dieser besondere Alien da, der so richtig stark war. Aber jetzt wissen wir mehr als vorher, also können wir jetzt unsere Typen schon mal ein bisschen besser positionieren. Und zwar so. Hier drüben ist was. Das war jetzt mal meine Idee. Ich weiß nicht, ob es gut ist oder ob es schlecht ist, was wir jetzt hier gemacht haben. Aber wir werden es rausfinden. Wir werden es rausfinden, ob es eine gute oder eine schlechte Idee war. Wo ist die? Die geht hier hin. Nee, warte mal, die geht hier hin. Dahin. So, und dann in Deckung. Und er... Ah, sorry Leute, ich versuche mir gerade in meinem Kopf so ein bisschen vorzustellen, wie wir hier am besten vorgehen wollen. Wir dürfen auch nicht alle auf einen Haufen machen, weil dann wirft der Typ wieder eine Granate und dann ist scheiße. Also wir müssen uns auf jeden Fall aufteilen. Weil ich glaube, wenn wir den hinstellen, dann werfen die trotzdem eine Granate. Also müssen wir... Das ist scheiße, weil hier gibt es zu wenige Deckungsmöglichkeiten. Und wenn wir den hier hinstellen, dann aktivieren wir die anderen Leute. Das ist einfach extrem scheiße, die Situation jetzt. 28, 20, das gefällt mir auf keinen Fall. Gar nicht gut, gar nicht gut. Mit dem könnten wir eine Rakete abschießen, aber es wird, glaube ich, nichts bringen. Doch, hier könnten wir zwei treffen. Ja, machen wir es. Ah, ne, außer Reichweite oder sowas, keine Ahnung, wieso es nicht klappt. Haben wir 6 machen? 100% Trefferchance, ja, dann machen wir einfach mal einen miesen Trip von da hinten. Ich hoffe, dass die nachher nicht als Ziel genommen wird. Und er hat jetzt einschüchtern, aber er hat sich nicht bewegt, okay. Aber jetzt hätten wir hier noch mehr Chancen zu treffen. Scheiße. Leute, das kotzt mich gerade irgendwie ein bisschen an. Okay, hier hin. Riskieren wir es. Ja, Flankierschuss. Damn. Okay, los geht's. Treff. Nein! Oh! Nein, scheiße. Wie kann der da daneben schießen? Ah! So eine Kacke. Ah! Leck mich am Arsch. Den müssen wir hier in Deckung. Ich sag euch, nachher explodiert das Auto, explodiert 100%. 100% explodiert das Auto. Und dann ist der im Arsch. Ja, ja, Alter, guck mal, was ist das für eine Kacke? Die sind so weit weg, ich habe die noch nicht mal in Sichtweite und die werden trotzdem aktiviert. Und jetzt kommt da dieses scheiß neue Alien. Ja, schön für dich. Was machen die? Granate? Ja. Jetzt die Frage nur, wie viele getroffen werden von der Granate. Nur die zwei. Außer wenn der andere jetzt auch noch eine Granate wirft. Nee, der schießt. Colonel Weber. Geht schon mal scheiße los, würde ich sagen. Geht schon mal richtig scheiße los. Ja, niedergehalten. Oh, wie unfair ist denn das? Ja, ja, klar. Wieso nicht? Wieso nicht? Hau raus, Spiel. Wie soll ich denn gegen so viele auf einmal kämpfen? Das geht doch gar nicht. Ja, klar. Guck mal, wie viele Gegner da sind. Leck mich doch am Arsch. So eine Scheiße. Und wenn wir das nächste Runde nicht mit... Der ist 100...
Wenn wir die hier, das ist ein Mädchen, eine Frau, wenn wir die nicht wegbewegen, ist die nächste Runde tot. Garantiert. Garantiert. Oh, Leute. Oh, wir sind einfach so katastrophal im Arsch. Ich glaube, wir müssen gleich einfach... Ich probiere es noch, probieren wir es rauszuholen, aber ich glaube einfach, dass es nichts bringt. Wir müssen 100 pro und neu starten. Schmeiß mir noch eine Granate rein. Jetzt ist nämlich der eine Typ tot, der den anderen niedergehalten hat. Die hier. Und jetzt können wir uns überlegen, ob wir eine Rakete reinschießen wollen. Für den Preis, dass die nächste Runde die Autoexplosion überleben muss. Und wir haben auch nur ein Medikit dabei. Ein Medikit haben wir nur dabei, das heißt, wir sind jetzt im Arsch. So ziemlich eigentlich, würde ich sagen. 64. Und da kommt auch noch dieser Typ reingerannt da. Ich würde sagen, wir müssen einfach probieren, den hier zu töten. Das geht eigentlich nicht anders. Oh mein Gott. Wie viel Pech kann man haben? Also Leute, ich glaube, wir müssen das auf jeden Fall hier mit Rakete probieren. So. So viele wie möglich ins Visier kriegen. 3 Leute getroffen. Yo, shit, was passiert jetzt? Da kommt immer so dieses... Da kommt immer so Musik im Hintergrund irgendwie ein bisschen, wenn das passiert, habe ich so gemerkt. Voll komisch. Wir haben einen Flankschuss auf irgendjemanden. Auf den da. Der wäre dann tot. Oder wir könnten probieren... Ja, wir müssen probieren, wenn wir jemanden umbringen können, müssen wir probieren, den umzubringen, weil... das heißt einfach eine Person weniger nächste Runde, die uns abknallen kann. Explodiert erstmal das Auto. Wenn die jetzt stirbt, dann müssen wir auf jeden Fall neu starten. Okay, neu starten. Oh, shit. Oh, kritisch verwundet. Wir haben keine Medikits mehr. Nein. Oh, nein, oh, nein, oh, nein, oh, nein. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, was dieser Ruf des Blutes denn überhaupt macht. Keine Ahnung, was da los ist. Also Leute, ich würde sagen, wir müssen auf jeden Fall... Wir schauen mal, was die Aliens jetzt noch machen, die Runde. Und dann müssen wir auf jeden Fall neu starten. Jetzt wird der nämlich noch... Boah, 10 Schaden. Hau raus, hau raus. Probieren wir jetzt noch unseren Zug. Und wenn wir da... Ich glaube, das sind die einzigsten Gegner auf der Map. Probieren wir unseren Zug. Wenn wir es schaffen können, irgendwie hier was rauszuholen, dann, ja, wir müssen eigentlich den hier töten. Aber der stirbt noch nicht mal, wenn wir den jetzt abschießen. Aber probieren wir es trotzdem. Ja, mit einem Lebenspunkt. Mit einem Lebenspunkt überlebt er. Hier haben wir 61. Müssen wir weiter schauen. 61, 52, 62, 32. Wir müssen probieren, den hier umzunieten. Hat sogar geklappt. Aber jetzt haben wir halt das Problem, dass wir halt einfach noch den Typen da, also den hier, der lebt noch und der ist... Wegen dem verlieren wir jetzt, pass auf. Machen wir hier. Einmal getroffen. Also die macht jetzt niederhalten. Okay. Der macht Feldposten. Gechillt, gechillt. Der macht auch Feldposten, gechillt, gefällt mir. Aber die schießt. Ne, Granate. Die sind Panik. Oh Leute, es geht alles den Bach runter. Alles geht den Bach runter, ich sag's euch. Ah, scheiße. Oh mein Gott, wir haben nur noch 2 Soldaten übrig. Der Rest ist irgendwie in Panik oder tot oder weiß der Geier was. Scheiße.
Okay, probieren wir den hier noch zu killen. Oh, Daniel, okay. Jetzt reicht's, wir müssen neu laden. Das hat auf jeden Fall nicht geklappt. Ja, okay, warte. Ich geb nicht so schnell auf. Probieren wir wenigstens noch zu gewinnen. Das sind, glaube ich, nur noch 3 Gegner oder so. Aber 2. Ja, okay, scheiß drauf. Laden wir neu. Eigentlich wollte ich nicht so schnell aufgeben, aber weil es jetzt eine scheiß schwierige Mission ist. Also war, wie wir es beim ersten Mal gemacht haben, war besser als beim zweiten Mal. Also gehen wir vielleicht rechts rum oder direkt nochmal aufs Gebäude zu, anstatt links rum. If you know what I mean. Also gut, los geht's. Da sind die ersten 3. Weil 3 auf einmal können wir auf jeden Fall noch handeln. Aber sobald mehr ins Spiel kommen, sobald mehr als 3 Gegner da sind, das ist dann, wenn die Probleme, das ist, dann kommen die Probleme auf. Wir müssen zuerst die von hinten nach vorne bringen, würde ich sagen, weil die vorne sind, die können weiter, also hier weiter in Deckung laufen, also die können jetzt hier nach vorne laufen und die anderen nicht. 39. Ist in Ordnung. Trifft sogar. Oh, Leute, es geht gut los. Gut, gut. Sowas gefällt mir. Genau, das war die. Jetzt kommt wieder das Problem mit der Granate ins Spiel. Dass wir halt ziemlich gefickt sind, wenn die da wieder eine Granate reinschmeißen, weil wir halt alle auf einem Haufen. Oder weil alle da auf einem Haufen sind. Ah, die sind, glaube ich, gar nicht alle in Reichweite, um eine Granate zu werfen. Wir müssen probieren, das zu verhindern, dass die eine Granate werfen. Und wir können... Ich würde voll gerne mit dem Sniper aufs Dach klettern. Wir können aufs Dach. Sollen wir es probieren? Probieren wir es aufs Dach. Vielleicht ist es die richtige Lösung hier. An der Regenrinne hochklettern, am Rohr. Vielleicht, Leute, vielleicht ist es die richtige Lösung. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Hier hin. Und jetzt schießen. 41. Ja, 41. Ist gut. Aber daneben. Aber dafür ist die erste Deckung mal für die schon verschwunden. Wir können einen mieser Trip machen. 100% Trefferchance. Da können wir gleich mal einen ausschalten. Das ist gut. Dann machen wir das auch. Da kommt immer so dieses Bang, so, ich weiß, ich kann es voll schlecht nachmachen, aber da kommt immer so Musik im Hintergrund. Hört ihr das auch? Bin ein bisschen komisch. Das macht mir Angst. Also gut, werfen wir hier jetzt eine Granate rein. Ich lasse den einfach mal da stehen, wo er ist, weil ich keine andere gute Deckung für den habe. Wo er da nicht auch von der Granate getroffen wird, falls eine geworfen wird. Weil ich glaube nämlich, das ist genau, was der jetzt macht. Nee, er schießt. Was? Willst du mich verarschen? Ah, verarsch mich doch. Der schießt einfach einmal, macht 12 Schaden und die stirbt. Ey, nee, sorry Leute, wir müssen nochmal neu starten. Es trägt keine Waffe wie die anderen. Ja. Welche Aufgabe könnte es haben? Die Fresse, Dr. Wahlen. Ich bin gerade nicht in Plauderstimmung. Okay, nochmal neu laden. Verschissen. Oh, Mann. Also der Schwierigkeitsgrad, der scheint gerade im Moment ziemlich anzusteigen. Wir haben es selbst, wir haben ja richtig gute Soldaten eigentlich, aber es scheint trotzdem richtig, richtig schwierig zu sein. Probieren wir nochmal ein bisschen eine andere Strategie. Positionieren wir unsere Leute mal ein kleines bisschen anders. Der kommt wieder hier hin. Jetzt wird ein bisschen besser aufgeteilt sind. Der kann dann ab nächste Runde schießen. Weber hier. Laserpräzisionsgewehr. Da könnten wir aber so gut jemanden abschießen. Aber ich glaube, das ist... Nee, ich glaube, aufs Dach. Da muss die hin. Ich glaube, das ist die richtige Lösung hier. Glaube ich zumindest. Also wir probieren es mal aus. Wir haben ja noch nicht wirklich irgendwie dann Action von der gesehen, wenn die auf dem Dach ist. Weil die bis jetzt noch keine Schusschance dann hatte. 41%.
Ja, klar, 41. Hoffentlich trifft er wieder. Ja, trifft. Hat aber nur 4 Schaden gemacht dieses Mal. Jetzt können wir das wieder probieren. Aber es trifft auch nur, könnte nur den treffen. Wie sieht es bei dem aus? Probieren wir es einfach. Leute, probieren wir einfach dasselbe nochmal wie vorhin. Wahrscheinlich kriegen wir wieder. Wahrscheinlich stirbt dann wieder die Person, oder der Typ oder die Frau, die da hinten steht. Aber probieren wir es. Von hier auf den. Dann machen wir hier Präzisionsschuss. 64 Chance, dass wir treffen, dann 55, dass wir killen. Nein! Ach, kacke. 19% Trefferchance, das lohnt sich auf keinen Fall. Da machen wir Feldposten mit dem. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Granate? Ne, schießt. Ah, nicht getötet. Das ist schon mal etwas. Der macht Feldposten, das ist in Ordnung, wir wollen uns sowieso nicht bewegen. Bitte, was? Wie trifft er? Sind wir fertig? Fertig sind wir dran? Hallo? Ah ne, okay, jetzt kommen die noch reingerannt. Also immer wenn wir unsere erste Runde beendet haben, dann kommen die neuen Aliens rein. Oh, und schießt auch noch daneben. Wertlos. So eine Scheiße, das bringt doch gar nichts. Also jetzt haben wir auf jeden Fall ein richtig fettes Problem, Leute. wir können... Oh, scheiße. Und der Sniper hat diese Runde keinen Schuss. Da habe ich eigentlich alles drauf gesetzt, dass der dann diese Runde einen Schuss hat und vielleicht die da unten abschießen kann. Aber nächste Runde dann. Oder wir können ja mal probieren, mit allen aufs Dach zu gehen. Vielleicht wäre das eine Lösung. Mit allen einfach aufs Dach gehen. Ich glaube, wir können extra viel Schaden verursachen, wenn wir hier hinschießen und das Auto dann auch noch dazu in die Luft geht. Also machen wir das mal. Weil das Auto explodiert auch und macht noch Schaden. Oder auch nicht. Jetzt kommt der noch hier angerannt. Oh, the legs. Scheiße, jetzt hat gerade aber richtig einen Frame-Drop gehabt. Leute, ich glaube, irgendwas stimmt nicht. Ich probiere es noch einmal, hier die Mission zu schaffen. Und wenn ich es nicht hinkriege, dann... Der hat auch nur 33% Chance, das zu treffen. Also, ja, scheiß drauf. Müssen wir machen. Oh, daneben. Also ich probiere noch einmal, ich probiere jetzt noch das mal hier die Mission fertig zu machen. Wenn es nicht klappt, dann muss ich leider mal kurz eine Session Break reinmachen. Haben wir nicht viel geschafft in der Episode, tut mir leid, aber ich muss ja erstmal wieder reinkommen hier beim Spielen. Und dann probieren wir es einfach später nochmal. Und dann 5 Schaden nur. Ja, jetzt ist scheiße. Und dann probiere ich einfach später nochmal die Mission zu schaffen. Ja, jetzt haben wir eigentlich verkackt. Jetzt haben wir verloren. Gibt eigentlich nicht mehr viel, was wir machen können. Wir können höchstens noch Run und Gun probieren. Wir müssen irgendwie probieren, unsere Soldaten zu retten. Und es geht, glaube ich, nur so. Wenn der jetzt nicht trifft. Oh, daneben. Oh. Was? Der hat doch daneben geschossen. Der hat daneben geschossen. Ich habe es doch genau gesehen. Mit meinen eigenen Augen. Ja, egal. Scheiße. Also, es hat wieder nicht geklappt. Die Mission ist knochenschwer. Knochenschwer. Habe ich von Knochen hart abgeleitet, aber das bringt ja, das macht irgendwie keinen Sinn. Schauen wir noch, was nächste Runde passiert. Wahrscheinlich wird irgendeiner jetzt... Hey, der hat keinen angegriffen. Ah, okay, jetzt ist aber jemand tot. Bam. Ja, also, neuer Plan. Nächstes Mal rennen alle aufs Dach hoch. Vielleicht klappt es von da besser.
Ruf des Blutes. Ja, also ich habe eine Idee. Ich glaube, nächste Folge, also Leute, ich mache jetzt hier gleich einen Schnitt, wenn es vorbei ist. Schau mal, was los ist mit Frame Drops und dem ganzen Scheiß. Und dann probieren wir nächste Folge nochmal neu, das hier zu schaffen. Also dann erstmal danke fürs Zuschauen. Und ja, ich schau mal, was los ist und fange dann gleich wieder an aufzunehmen. Also dann, ihr merkt es wahrscheinlich, für euch ist es wahrscheinlich ein Tagesschnitt oder so. Für mich sind es nur 10 Minuten. Oder vielleicht auch mehr oder weniger, ich weiß es noch nicht genau. Erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mir gerne einen Kommentar in die Kommentare. Ich lese immer alles durch, auch wenn ich manchmal nicht zurückschreibe. Aber lesen tue ich auf jeden Fall immer alles. Genau, ansonsten hoffentlich hat euch das Video gefallen. Genau, bis zum nächsten Mal. Euer USA Spark. Adios.